Ja, verehrter Anwesende, Rilkes erste Elegie, falls Sie sie mitgelesen haben, ist verstörend. Ich habe sie mehrfach gelesen, das ist ein Mann, ganz anders als der Rilke, den ich im Kopf hatte, der alles in Frage stellt. Alle Gewissheiten sind ungewiss, selbst die Liebenden verdecken nur miteinander ihr Los. Das Leben sinnlos, Heimat verloren. Das klingt alles grausam desillusioniert. Keine Liebe macht Sinn, Leben im Grunde auch nicht und Heimat gibt es nicht. Sogar Engel brauchen wir nicht, ja es heißt, ein jeder Engel ist schrecklich. Warum das? In biblischer Tradition, denke ich gleich, sind doch die Engel diejenigen, die sich schützend vor die Menschen stellen. Ihre Kernbotschaft ist doch, fürchtet euch nicht. Und werden wir nicht auch beheimatet im Glauben? Sind es nicht diejenigen, die wir lieben, die unserem Leben Sinn und Kraft geben, gerade in Krisenzeiten? Wir sind nicht sehr verlässlich zu Hause in der gedeuteten Welt. Das scheint der Kernsatz der Elegie. Ein befremdlicher Text ist das. Eine dieser tiefgründigen Reflexionen. Macht mein Leben Sinn? Wenn nicht, ist dann alles sinnlos? Ich denke, jeder halbwegs reflektierte Mensch sollte sich diese Fragen einmal im Leben stellen. Und viele stellen sie sich gerade jetzt in diesen Zeiten, in denen viele so vermeintliche Gewissheiten ja wanken. Hätte ich diesen Vortrag heute vor 3 Jahren gehalten, wäre die Stimmung sicher eine ganz andere gewesen. Von einem Virus in Wuhan hatten wir im Oktober 2019 fast nichts gehört. Krieg in Europa, unvorstellbar. Energiekrise, keine Spur 2019, Inflation auch nicht. Glückliche Zeiten. Nur war den meisten das ja gar nicht bewusst. Das Leben plätscherte so vor sich hin. Und heute wünschen sich viele nichts sehnlicher, als wäre wieder diese Form von Normalität zu erreichen. Wie deuten wir das alles? Was bedeutet es für uns? Wie deuten wir es? Und wie gehen wir mit dieser für viele überwältigenden Verunsicherung um? Manche stellen alles in Frage, zweifeln Autoritäten an, stellen den ganzen Staat, die da oben, das System in Frage. Alte Deutungen stehen in Frage. Die Trias etwa von Wachstum, Fortschritt, Wohlstand ist in Frage gestellt, ist keine Deutung mehr offenbar. Und das führt zu tiefen Rissen in unserer Gesellschaft. Der Mensch ist ein denkendes Wesen. Er will verstehen, einordnen. Ja, der Mensch will die Welt deuten, anders als die Tierwelt. Nichts anderes tun ja ständig Philosophen, aber auch JournalistInnen, wenn man das heute so sagt, Wirtschaftsweise und andere mehr. Dabei kann die Antwort auch lauten, es gibt nichts zu deuten. Ein Nihilismus, der gesagt, Zufallsprodukte, nichts anderes sind wir, wir werden aussterben, wie einst die Dinosaurier, wenn die Ressourcen dieser Erde aufgebraucht sind. Wer andere Schlüsse zieht, kann zu einer humanistischen Weltdeutung kommen. Der Mensch als edles Wesen, das die Welt verbessert. Offen gestanden fällt es schwer, das nachzuvollziehen, wenn wir die Realität dieser Welt sehen. Aber es ist, der Humanismus ist eine gewichtige Interpretation. Natürlich gibt es Ideologie, die Welt deutet. Eine ist der Marxismus. Es geht darum, anzustreben, dass alle gleich sind, alle dieselben Güter haben. Welche absurden Züge das annehmen kann, haben wir vor 2 Wochen beim Parteitag in China gesehen. Da wird Marxismus verdreht in Macht- und Kontrollwahn. Aber eine Weltdeutung ist es. Seit Menschengedenken spielt religiöse Weltdeutung eine große Rolle. In den Beiträgen von Benjamin Britten, Knut Niestedt und gleich auch noch des Hannoveraners Alfred Körpen klingt diese christliche Variante an. Es ist eine Deutung, die in vielen von uns alt vertraute Weisen
anklingen lässt. Gott, der die Welt erschaffen hat, Gott, dem wir uns anvertrauen können, Jesus, gestorben für unsere Sünden, der auferstandene Christus, vor dem wir beim Weltgericht stehen werden, Gottes Geist, der uns erlöst, befreit, Vergebung der Sünden, Auferstehung von den Toten. Es ist eine Weltdeutung, der sich seit 2000 Jahren Menschen anvertrauen, die sie getragen und gehalten hat in guten und in schweren Tagen. Eine Deutung auch, die Schmerz und Leid nicht ignoriert, sondern als Lebensrealität der Ohnmacht über Gewalt und Zerstörung einschließt. Aber halt, habe ich mich gefragt, darf ich das so sagen? Eine Weltdeutung? Ist damit nicht die christliche Antwort auf die Frage nach dem Sinn, nach dem, woher komme ich, wohin gehe ich, relativiert? Muss nicht ich gerade als Christin sagen, mein Glaube ist die Antwort, die Weltdeutung? Ja, Glaube deutet Welt und Glaube beheimatet im besten Sinne. Eine Beheimatung, die Rilke in dieser Elegie verloren scheint. Aber Religion in unserem Zeitalter muss sich den naturwissenschaftlichen Herausforderungen stellen. Sie muss Aufklärung ernst nehmen und die Vielfalt der Religionen. Es war der Theologe Dietrich Bonhoeffer, der Dichter so anrührender Glaubenslieder wie »Von guten Mächten wunderbar geborgen«, der diese Herausforderung schon 1944 mit Vehemenz formuliert hat. Er schreibt in »Widerstand und Ergebung«, ich zitiere, »Wir können nicht redlich sein, ohne zu erkennen, dass wir in der Welt leben müssen, etsi deus non daretur«, als ob es Gott nicht gäbe. Und eben dies erkennen wir vor Gott. Gott zwingt uns zu dieser Erkenntnis. So führt uns unser Mündigwerden zu einer wahrhaftigeren Erkenntnis unserer Lage vor Gott und mit Gott müssen wir ohne Gott leben. Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz. Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt und gerade nur so ist Gott bei uns und hilft uns. Hier liegt der entscheidende Unterschied zu allen Religionen. Die Religiosität des Menschen weist ihn in seiner Not an die Macht Gottes in der Welt. Gott ist der Deus ex machina. Die Bibel weist den Menschen an die Ohnmacht und das Leiden Gottes. Nur der leidende Gott kann helfen. Insofern kann man sagen, dass die beschriebene Entwicklung zur Mündigkeit der Welt, durch die mit einer falschen Gottesvorstellung aufgeräumt wird, den Blick freimacht für den Gott der Bibel, der durch seine Ohnmacht in der Welt Macht gewinnt. Hier wird eine weltliche Interpretation einzusetzen haben. Diese Passage Bonhoeffers halte ich theologisch für die größte Herausforderung, die er uns hinterlassen hat. Die religiöse Deutung der Welt war und ist immer herrschaftliche Deutung. Die leitenden Geistlichen der Religionen dieser Welt wissen vermeintlich genau, was richtig und falsch ist, wie gutes Leben, gutes Sterben, der Übergang in Gottes Zukunft aussieht. Solche Deutung der Welt lässt keinerlei Erschütterung zu. Sie tendiert zum Fundamentalismus, ja, sie ist fundamentalistisch. Denn sie beharrt auf der Wahrheitsfrage. Wahr ist, wie ich, wie mein Glaube, wie meine Religion die Welt deutet. Und damit verachte ich alle anderen, die anders glauben, nicht glauben. Sie sind im Menschsein dann weniger wert. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich in einer Welt, die ja Religionen braucht, die dialogfähig sind und so zum Frieden beitragen, statt Konflikte anzufeuern. Im Grunde aber ist ein Glaube, der andere Deutungen nicht wahrnehmen kann, ängstlicher, schwacher Glaube, der nicht wagt, über fest getrampelte Pfade hinauszudenken. Religion, die Zweifel, Denken, Fragen für unzulässig erklärt, wird zur Diktatur, ja zum Klerikalismus. Der Iran lässt grüßen, aber leider viele christliche fundamentalistische Bewegungen auch. Morgen ist Reformationstag. Mir ist das persönlich wichtig, denn Martin Luther hat klar gemacht, es gibt eine gedeutete Welt durch den Glauben.
Aber es ist keine Deutung, die autoritäre Strukturen vorgeben können. Vielmehr soll jeder mündige Christ, jede mündige Christin selbst und frei denken. In seiner zentralen Schrift von 1520 an den christlichen Adel deutscher Nation hat Luther die Fürsten aufgefordert, Schulen für jeden Jungen, jedes Mädchen damals schon zu gründen, damit alle lesen können. Er hat die Bibel in die verständliche deutsche Sprache übersetzt, um das zu ermöglichen. Er hat die Christen ermutigt, selber zu denken und damit auch die Weltdeutung seiner Zeit, der römisch-katholischen Kirche, nicht unhinterfragt zu schlucken. Selbst nachlesen, Fragen stellen, hinterfragen. Die christlich gedeutete Welt sollte eben nicht Machtstrukturen etablieren, sondern Beteiligung ermöglichen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Galater 5. Dieser Satz hat für Luther entscheidende Bedeutung. Und in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen im Jahr 1520 legt er damit mit dieser Freiheit zu denken und zu deuten den Grundstein der Reformation. Nur wenn Deutungen auch hinterfragt werden dürfen, ist freies Denken und freies Reden gewährleistet. Dann entsteht mündiger Glaube. Glaube und Vernunft, Glaube und Bildung dürfen keine Gegensätze sein, sonst erstarrt Glaube und Glaubensdeutung der Welt in Zeremonien und bedeutungsloser Liturgie. Leider haben die christlichen Kirchen die biblischen Grundgedanken von der Gottebenbildlichkeit jedes Menschen, vom Zusammenleben in freier Gemeinschaft immer wieder verraten. Genau die Deutung, die Bonhoeffer in den Vordergrund stellt, die Ohnmacht Gottes, der wir uns im Leid anvertrauen können, wurde ignoriert. Stattdessen wurden Machtstrukturen, ja Unterdrückungsmechanismen im Namen Christi aufgebaut, die uns heute die Schamröte ins Gesicht treiben. Denken wir an die Judenfeindschaft, die geradezu einherging mit christlicher Weltdeutung und so das Volk, dass Gott in der Bibel seinen Augapfel nennt, schmähte. Denken wir an das rassistische Herrschaftsnarrativ, das indigene Völker verachtete, ihnen die Kinder nahm, ihre Kultur zerstörte, weil ihre Weltdeutung nicht in die christliche passte. Denken wir an Frauenfeindlichkeit, die Sexualität zur Sünde stempelte und der Weise, wie Jesus mit Frauen sprach, Hohn entgegenstellte. Die Ohnmacht Gottes gegenüber der Gewalt dieser Welt mitzudenken, ist Spezifikum des Christlichen. Eine ungeheure Herausforderung, die Ohnmacht Gottes und die Allmacht Gottes zusammendenken. Geradezu ungeheuerlich und deshalb gerne ignoriert, ja verkehrt vom Ohnmachts in ein Herrschaftsnarrativ. Brutal wurde die christliche Weltdeutung anderen übergestülpt. Die Missionsgeschichte lässt grüßen. Mit Freiheit hat das nichts zu tun. Aber das Potenzial der Freiheit ist Kern christlicher Weltdeutung. Nelson Mandela hat einmal gesagt, die christlichen Missionare hätten ein schweres Erbe in Afrika hinterlassen. Aber der Gedanke der Freiheit und der Gleichheit jedes Menschen, der Gedanke sei geblieben in Afrika und sei eine Saat, die nicht mehr zurückzunehmen sei. Unsere Welt ist zunehmend säkular. Tatsächlich fühlen sich viele in unserem Land nicht mehr beheimatet in christlicher Weltdeutung. Beispielsweise hat im Spiegel neulich jemand geschrieben, er fühle sich vom Lärm des Glockengeläuts belästigt in der Öffentlichkeit. Als ich bei der Bischofskonferenz in Tansania erzählte, dass in Luthers Geburtsstadt Eisleben nur noch 7% der Bevölkerung Mitglied der Kirche sind, wurde ich gefragt, was glauben die anderen 93%? Ich kann die Antwort nicht geben. Die Frage ist, wie sieht säkulare Weltdeutung aus? Ja, wie gesagt, es kann Humanismus sein, es kann Ideologie sein oder nichts. Geht das für einen denkenden Menschen, die Welt überhaupt nicht zu deuten? Keine Weltdeutung?
Manche erklären natürlich, Religion sei Flucht vor der Welt, etwas für Menschen, die nicht stark genug sind, zu ertragen, dass unser individuelles Leben schlicht Zufall ist, sinnlos. Opium des Volkes ist Religion, mit Marx gesprochen, Betäubungsmittel für Leute, die Angst haben vor dem Tod. Sie werden sich nicht wundern, dass ich das anders sehe. Gottvertrauen übt sich ein im Leben. Ich weiß, dass ich nicht alles erklären und deuten kann. Aber für mich deutet mein Glaube in der Glaubenstradition meiner Väter und Mütter im Glauben die Welt auf eine Weise, die mir ein trotziges Zutrauen ins Leben vermittelt, die mich Mitmenschlichkeit lehrt, mir Achtung vor der Schöpfung zuschreibt. Dieser Glaube lässt mich vertrauen weit über das, was ich deuten kann, hinaus. Ich vertraue mich der Weltdeutung meiner Glaubenstradition an. Der Theologe Heinz Zahnt hat das wunderbar formuliert. Ich zitiere ihn: Wohin Gott durch den Tod uns führt, bleibt ein Geheimnis. Mit einem Geheimnis aber kann man leben, wenn man Vertrauen hat. Über ein Geheimnis kann man nachdenken oder sogar spekulieren, aber man kann es nicht enträtseln wie einen Mordfall im Kriminalroman. Wenn der Tod für uns aus einem menschlichen Rätsel zu einem göttlichen Geheimnis wird, dann sind wir ein Stück weiter, dann haben wir überhaupt die letzte uns mögliche Stufe menschlicher Lebensweisheit und Lebensdeutung erreicht und können das Zeitliche segnen. Zitat Ende. So kann ich mich beheimaten in dieser Welt und darüber hinaus. Dann muss sich jemand in unserem Land auch nicht belästigt fühlen vom Lärm des Glockenläutens, weil alles Religiöse doch keinen Platz habe im öffentlichen Raum eines demokratischen Staates, weil diese Weltdeutung doch nur noch für weniger als 50% der Bevölkerung gilt. Doch, das Religiöse hat Platz als eine Form der Weltdeutung für Menschen in unserem Land. Religion ist nicht Privatsache, sondern Religion ist Teil unserer Kultur. Ja, verschiedene Religionen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass es verschiedene religiöse Deutungen der Welt in unserem Land gibt und dass es gut ist, sich damit auseinanderzusetzen. Aber die gute alte christliche Weltdeutung gibt eben auch heute noch in unserem Land Menschen Halt, selbst wenn sie sich sie gar nicht teilen. Wunderbar hat das der Schweizer Philosoph Peter Biri unter dem Pseudonym Pascal Mercier in seinem Roman Nachtzug nach Lissabon geschildert. Ein junger Mann ringt mit der Gottesfrage, mit der christlichen Weltdeutung. Am Ende sagt er: Ich kann damit nichts mehr anfangen. Es ist nicht meine Weltdeutung. Und dann sagt er: Doch trotzdem möchte ich nicht in einer Welt ohne Kathedralen leben. Ich brauche ihre Schönheit und Erhabenheit. Ich brauche sie gegen die Gewöhnlichkeit dieser Welt. Ich will zu leuchtenden Kirchenfenstern aufsehen und mich blenden lassen von den unirdischen Farben. Ich brauche ihren Glanz. Ich brauche ihn gegen die schmutzige Einheitsfarbe der Uniformen. Ich will mich einhüllen lassen von der herben Kühle der Kirchen. Ich brauche ihr gebieterisches Schweigen. Ich brauche es gegen das geistlose Gebrüll des Kasernenhofs und das geistreiche Geschwätz der Mitläufer. Ich will den rauschenden Klang der Orgel hören, diese Überschwemmung von überirdischen Tönen. Ich brauche ihn gegen die schrille Lächerlichkeit der Marschmusik. Ich liebe betende Menschen, ich brauche ihren Anblick, ich brauche ihn gegen das tückische Gift des Oberflächlichen und Gedankenlosen. Ich will die mächtigen Worte der Bibel lesen, ich brauche sie gegen die Verwahrlosung der Sprache und die Diktatur der Parolen. Eine Welt ohne diese Dinge wäre eine Welt, in der ich nicht leben möchte. Ich möchte nicht in einer Welt ohne Kathedralen leben. Ich brauche den Glanz ihrer Fenster, ihre kühle Stille, ihr Schweigen. Ich brauche die Heiligkeit der Worte. Ja, all das brauche ich.
Doch nicht weniger brauche ich die Freiheit und die Feindschaft gegen alles Grausame. Denn das eine ist nichts ohne das andere. Ein bewegender Text für mich, er hat mir deutlich gemacht, die Theologie ist nie die einzige Sprache des Glaubens. Oft ist es die Poesie, sehr oft, das erleben wir heute Abend, ist es die Musik. Es kann die bildende Kunst aber auch sein, Farbe. Glaube deutet die Welt mit allen Sinnen. Es geht um die Offenheit für kreative Zugänge, die überraschend sein können. Das Vorfindliche, das Gegebene, die Tradition zu deuten durch die sinnliche Wahrnehmung. Die christlich gedeutete Welt lässt Vielfalt zu Engagement, Gegensätze, guten Disput. Die Welt deuten zu dürfen, ist eine Frage der Freiheit. Jahrhundertelang hat die Kirche die Freiheit, die Welt zu deuten, unterdrückt. Ja, Abglanz davon sehen wir heute. Die alten Mullahs wollen ihre Weltsicht, ihre Deutung anderen oktroyieren. Aber die Menschen sehnen sich nach Freiheit, nach Alternativen, nach Mitdenken, selbst wenn sie dafür zu Tode geprügelt werden. Deutung muss Vielfalt zulassen. Aber ohne Deutung der Welt bleiben wir unbehaust, unbeheimatet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.